damit herzlich willkommen zu Let's Play NBA 2K12. Part, keine Ahnung was. Die Philadelphia 76ers gegen Dallas Mavericks. Ja, Philadelphia hat ein gutes Team mit Thaddeus Young, Andre Iguodala und Drew Holiday. Also, die sind schon gut. Ich bin besser. Gut, ja, es geht los. In der NBA geht es auch bald los. Es ist jetzt bei mir hier der 23. Dezember. Das Video werde ich wahrscheinlich aber erst am 24. Dezember hochladen, also an Weihnachten. Deswegen wünsche ich euch allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr feiert schön mit der Familie und kriegt alle schön Geschenke und ja, alles, was man noch so wünscht. Auch der Dreier war schon mal schlecht von Banyan. Auf jeden Fall geht die Saison von der NBA morgen dann los. Also in dem Falle, dass dieses Video an Weihnachten hochgeladen wird, was es auch wird. Also am 25. Dezember, am Sonntag, am ersten Weihnachtstag, beginnt die NBA-Saison. Und Nick Young für 3. Und ich bin schon sehr gespannt auf diesen Tag. Also, das wird ein reiner Basketballtag, das kann ich jetzt schon sagen. Es geht um 18.30 Uhr, glaube ich, los mit NBA. Da kommen 5 Spiele, wirklich alles durchgerattert. Bis, wie lange geht das? Bis 6? Also bis 6 Uhr morgens? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es ziemlich lange. Ich werde mir das alles angucken, weil ich Bock drauf habe. Vor allen Dingen, weil die Spiele, die dort kommen, auch alle sowas von spannend sind. Also. Doris, they're probably Clark, well aware of the firepower they're up against. Dirk Nowitzki, ja. Also die Spiele sind schon wirklich sehr, sehr interessant, die da kommen. Da wäre zum einen Dallas gegen die Heat, Clippers gegen die Lakers. Zu den Clippers werde ich gleich nochmal kurz ein bisschen was sagen. Dann haben wir noch, wer spielt denn noch? Orlando gegen OKC. Nee, Quatsch. Clippers gegen Lakers spielen noch gar nicht. Was erzähl ich für Scheiß? Clippers spielen, glaube ich, gegen Golden State, meine ich. Ich weiß, genau. Also wenn du da so frei stehen lässt, dann haut er den da rein. Also. Das ist natürlich dumm gemacht vom Verteidiger, aber natürlich einfach Punkte für mich. Ja, Orlando gegen OKC spielt, die Lakers spielen auch, aber ich weiß nicht gegen wen. Auf jeden Fall sind da einige Spieler. Und ja, zu den Clippers will ich jetzt noch mal kurz was sagen. Denn die haben ja ganz schön aufgerüstet, was das Team angeht. Also. Ach, der wohl größte neue Einkauf ist definitiv Chris Paul. Ich hätte selber jetzt nicht gedacht, dass er wirklich zu den Clippers geht, also ist schon eine ganz schöne Überraschung, aber ich denke mal, dass das auch zu seinem Positiven führt, denn wer die Preseason-Spiele gesehen hat, der wird gesehen haben. Naja, muss ich jetzt mal Buzzer wieder hier machen. Zack. Auf jeden Fall, wer die Preseason-Spiele der Clippers gesehen hat, der wird gesehen haben, dass die übelst abgehen. Also, ich bin sehr gespannt auf die Clippers. Die haben jetzt nicht nur Chris Paul neu verpflichtet, nein, sie haben noch Karen Butler sich geholt, Chauncey Billups haben sie dann noch geholt und DeAndre Jordan, den kannte ich vorher gar nicht, aber der ging ja mal übelst ab in den Preseason-Spielen. Und dann haben sie natürlich noch Blake Griffin. Also das ist ein Team, auf das man wirklich achten muss. Also das kann man jetzt mal nicht so hinten stehen lassen. Ich würde sogar fast sagen, dass die Titelfavorit sind. Wenn die sich einspielen, dann gehen die richtig ab. Also man hat ja schon gesehen, wie Chris Paul da Alley-Oops macht nach dem anderen für Blake Griffin und DeAndre Jordan. Also das wird da übelst abgehen, das sage ich euch. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, die Clippers sind so ziemlich das Team, finde ich, was sich am meisten weiterentwickelt hat. Was die Neueinkäufe angeht, was sich am wenigsten weiterentwickelt hat, finde ich persönlich,
sind die Lakers. Denn, soweit ich weiß, haben sie, glaube ich, keinen einzigen Neuzugang. Außer jetzt die Rookies. Sie haben nur Abgänge. Also, Lamar Odom ist weg, der ist ja jetzt bei Dallas. Und ja, also sie haben jetzt halt noch Kobe. Klar, Kobe. Ich meine, natürlich ist Kobe der Superstar schlechthin. Und der wird auch wieder einiges rausreichen diese Saison. Aber sie haben halt keine Veränderungen gemacht. Also, wir haben halt nur noch Kobe, Paul Gasol. Andrew Bynum finde ich persönlich jetzt nicht so der Spieler schlechthin. Und ja, auf der Point Guard Position, da sieht es auch schlecht aus, denn Channing Brown haben sie auch abgegeben. Da haben sie jetzt auch noch einen Derek Fisher und einen Steve Blake oder so. Und ja, Steve Blake, Derek Fisher ist eh schon sehr alt. Und Steve Blake, naja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Saison für die Lakers wird. Muss man mal gucken, wie die sich so entwickeln im Laufe der Saison. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf die Oklahoma City Thunders. Also, auf die freue ich mich auch schon sehr, denn ich bin ja ein großer Fan von den Oklahoma City Thunders. Kevin Durant ist einfach nur ein Gott im Basketball, wenn man das so sagen will. Also, ich glaube, dass er, wenn er so spielt, wie er es letzte Saison gemacht hat, und dann noch sein Postgame jetzt, was er ja verbessern will, auch noch verbessert, dann sehe ich da große Chance für ihn, MVP der Saison zu werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Oklahoma City Thunders ziemlich weit kommen werden in den Playoffs. Weil sie halt wirklich ein gutes Team haben mit Russell Westbrook. Ein übelst guter Point Guard, der nicht nur ein gutes Passspiel hat, sondern der auch wirklich verdammt gut scoren kann. Also der kann auch mal pro Spiel so 30, 40 Punkte raushauen. Der ist stark, der Westbrook. Okay, das war jetzt scheiße gespielt. Und dann haben sie noch Serge Ibaka, von dem ich sehr beeindruckt bin. Der entwickelt sich wirklich ziemlich gut. Und ja, dann haben sie halt noch so Neuzugänge wie Kendrick Perkins. Den kenne ich jetzt nicht so wirklich. Mal gucken, wie der so spielen wird. Nein. Und ja, also das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Saison. Für die Spieler wird es eine sehr, sehr anstrengende Saison. Denn sie haben in kurzer Zeit wirklich viele Spieler. Also sie haben zum Beispiel manchmal, boah, was ist das aus da? Haben die 5 Spiele innerhalb 6 Tagen. Das ist schon wirklich anstrengend. Also 5 Spiele innerhalb 6 Tage. Da muss man erstmal hinkriegen. Und dann haben sie auch noch Back-to-Back-to-Back-Spiele. Also sie spielen gegen eine Mannschaft, dann nochmal gegen die und nochmal gegen die. Also dreimal hintereinander gegen die gleiche Mannschaft. Mal gucken, wie das so werden wird. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf die Ausdauer und so auf die Spiele auswirkt. Aber das wird man ja dann alles im Laufe der Saison sehen. Gut, Halbzeit ist jetzt hier. Führung mit 2 Punkten. Das sah im ersten Viertel noch besser aus. Ja. Gut, dann muss jetzt mal ein bisschen zulegen hier, ne? The Mavericks leading. Their next game is at New Orleans Arena in New Orleans for a game against the Hornets. That'll be the first half of a 2-game trip. All fueled up and ready to go. Let's reset the lineups courtesy of Gatorade. Nur witzig, für 3 geht nicht rein. Normalerweise trifft er den. Holiday at the 1 with Iggy at the 2. Nee, komm, ich hole den. And the jam with Iguodala. Fuck. A replay here, the Sprite Slam Cam showing us how it's done. That they finally tie it up. Can they continue this momentum, guys? We'll see. Scheiße. And here comes Kidd, looking for his first bucket of the game. Young up top. Nowitzki against Brand.
So, Dirk Nowitzki hier wieder. Also mit dem kann man übelst abgehen mit Dirk Nowitzki, das ist echt unglaublich. Sein Mitteldistanzwurf ist einfach nur göttlich. Okay, ja. Und die Dreier sitzen heute noch nicht so, das gefällt mir nicht. Arnani has screened on Iguodala. And Nowitzki backs in. Goes up. Ach, Kid, ey, mach doch mit der rechten Hand, da kommt da keiner dran, ey. Here's Holiday. Here's Iguodala. And the pass to Young. Nein, nicht Iguodala. Gut. Mann, holt euch doch den Rebound, Leute. Kann ich mal sein. Ja. And now it's a 3-point 76ers lead. Clark, this offense has really been clicking. No doubt about it, giving the defense all kinds of trouble. And they're playing with so much energy offensively, the ball is really moving. Kidd kicks to Nowitzki. Straight up. Boah, stark gemacht von Nowitzki da, behind the back und so. Das kennt man ja gar nicht von ihm, aber kann auch mal raushauen, ne? Boy, does he play hard. And 76ers call time here. Well, their offense is unraveling, Kevin. They're going back to the drawing board, trying to find a way to get back on track. Quickly, let's check out the Eastern Conference standings. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich Dallas entwickeln wird in dieser Saison. Die haben ja auch einige Abgänge, aber auch Zugänge. Also die großen Namen, die weggegangen sind, ganz klar Tyson Chandler und Karen Butler. Tyson Chandler jetzt bei den Knicks, die haben jetzt ja auch ganz schön gute mit Cameron Anthony, Mark Stoudemire und Tyson Chandler. Bin ich auch mal gespannt, aber Dallas, Tyson Chandler ist weg, Karen Butler ist weg. Oh, Nick Young hier. Mit dem Reverse dann. Aber sie haben sich dafür Lamar Odom geholt. Und Vince Carter. Auf Vince Carter bin ich natürlich sehr gespannt. Das ist ein unglaublicher Athlet, der sowas von Hammer-Moves drauf hat. Also da bin ich sehr gespannt, was er da so raushauen wird. Aber wie gesagt, das wird man dann alles im Laufe der Saison sehen. And it's Dallas with another. And again, the lead changes hands. Yep, oh, knappes Spiel jetzt hier. 20 und der Steal von Kidd. Back and forth, neither side. Vujicic macht den Dreier rein. Schade. Vujicic's shot is off. Solid advantage in the rebounding totals for them so far here. You know, in every game, but particularly in a close game, every little advantage you can use helps, and they're certainly enjoying one on the glass here. Terry kicks to Vujicic. Pass to Young. Back to Terry. Here's the three. Und Terry für drei. Wichtiges Ding. And the Mavericks lead by two. Well, eight lead changes, Kevin, so far as the teams are battling out here in the third. That's all building towards what could be a great finish. Das wird knapp. Das wird knapp, Leute. Wen interessiert es, wer am 2. Februar spielt? Ja, mal ganz ehrlich. Now while we've got a moment, we're going to send it over to Doris Burke for our Spark of the Game, presented by Sprite. Doris? Thank you, Kevin. Dirk Nowitzki is our Spark of the Game. Every time you look up, it seems he's making a play and has fueled the team here through the first three quarters. Should be a fun fourth, guys. All right, Doris, thank you. It's Clark been a terrific game for him. I agree with you, and we'll see if he can maintain it. He's been going full throttle thus far. Well, the pace he's been going has been really incredible, and you wonder if he's got anything left here in the fourth quarter. They've got Nowitzki. J.J. Barea is out there with Terry. Then there's J.R. Smith, and it's Bargnani. Smith für drei. That's the lineup in the game for Dallas. Well, that defense went for four. Ist auch zu schön gewesen, wenn der reingegangen wäre. Komm, dich block ich weg. Very often when he's open like that, it's usually lights out. Andrew Pledge, guter Spieler. Defense for both teams, just atrocious. Yeah, it's been awful, Steve. I don't know any other way to say it, and I'm sure both teams will get an earful from their coaches. Fades and shoots. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er reingeht, aber
Nowitzki ist heiß heute hier. And the 76ers call time here. He wants to make a few adjustments out there, and he's running through those with his team right now. And let's get this update now from Doris Burke, who's across the way on the sideline. Hey, Kevin, during that last break, I heard Doug Collins as he addressed his team. He was trying to infuse a little confidence into his squad, saying, listen, we're poised to win this thing, and that's exactly what we're going to do. It's about making one or two more plays down the stretch. That's it, guys. And as always, Doris, thank you. Fades away. Und wieder Dirk Nowitzki. Der geht heute richtig ab hier. 14 Punkte schon kriegen. Mann, in der Verteidigung läuft das hier nicht gut heute. They're just getting hammered inside and really need to find a way to be tougher down there. They got to be physical. They got to man up in there. I agree. I mean, you look at the points they're giving up. Most of them seem to be coming inside the paint. Jetzt denkt Young, der sollte nicht passen, Mann. Ich hab doch nicht auf X gedrückt. The Mavericks making a switch here. Bargnani's checked in. Mann, ich hab nicht auf X gedrückt. Ich sollte den da reinstopfen. So ein Scheiße. Here's Holiday. 14 left in the fourth quarter. He's covered by Kidd. Here's Brand. Another miss by Philadelphia. They had a defender draped all over. Not really a shot there. Well, not the shot you hope for when it's well contested like that. Young Nein. Steal. He had a really good first half, guys, but since been. That time, he's struggling to take care of the ball. Came through there with a key basket. Yeah, that was huge, stepping up when it matters most. And Nowitzki backs in. Covered by Brand. Der soll nicht passen, ey. Just five to shoot. Here's Nowitzki. Nee. Again, the miss by the Mavericks. The fadeaway was the right shot there because it got his attempt away from the defenders, but the touch was poor. Well, not much of a choice there. They pretty much had to foul. Jetzt fallen. Yeah, that's the only option they had to try to get the ball back to even this thing up. Good on the first, and that makes it a three-point lead. Oh, jetzt gleich einen schnellen Dreier. Anders habe ich hier keine Chance mehr. Perfect from the line, and it's a four-point ball game. Well, he's unflappable. He calmly nets his free throws, and it's a two-possession ball game. And the Mavericks call time here. They're down by four. There's 21 seconds left here in the fourth quarter. There's 21 seconds left in the fourth quarter. Kommt jetzt rein. Der geht rein. Dirk Nowitzki. Sensational bucket to bring them within one. Nowitzki, what an offensive force he can be. Here's Holiday. Foul, foul. And they stop the clock as soon as they can with the intentional foul. Das wird nochmal knapp. Vielleicht geht das hier sogar in Overtime. Sinks the first one, and that'll put him up by two. Gets them both, and it's a three-point ball game. Big free throws, Kevin. Now they'll need a three to just stay alive. And the drei Punkte jetzt. Also ich brauche jetzt einen Dreier. 15 seconds left to play in the final quarter. What's your take, guys? Well, down three, you don't necessarily have to go for the three. You could go for the quick bucket and then the foul. Nowitzki. I'm not sure. I mean, in this situation, Dirk Nowitzki! For the three, Steve. I mean, try to tie this thing up. You've got three-point shooters. Let it fly. Was für ein wichtiger Korb, ey. Meine Fresse. Jetzt keine Punkte. Here's Holiday. Nein! He's just so clutch. Here's a guy you want on your side with the game on the line, Kevin. So it's the 76ers to win in a close game. Ey, das gibt's doch nicht. It was anybody's game right to the very end. Yeah, it was. The coaches. Haut er den ja noch in der letzten Sekunde rein. Das kann doch nicht wahr sein. Thank you for joining us for this presentation of the NBA on 2K Sports. Fuck, ey, aber so kann Basketball sein. Scheiße. Mist, ey, Mann, das war. Naja, scheiße.
Aber es war spannend und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, feiert noch schön. Feiert nicht zu lange, feiert nicht zu viel. Nächste Woche ist ja noch Silvester, also bis dahin.